aus einem Seidentuch eine Tasche binden. Ihr braucht dafür ein Seidentuch, viereckig. Ich hoffe, man kann es so erkennen. Machen wir es nochmal ein bisschen höher. So, jetzt binden wir jede Ecke, machen wir einen Knoten. Ihr nehmt hier die Spitze vom Tuch, ungefähr 10 cm, 20 cm. Wir messen das ein bisschen aus, damit alle Längen gleich sind. Wir werden jetzt ein Lineal. Die Spitze nehmen, messen 10 cm, 15, machen wir mal 15 cm. Genau da macht ihr dann einen Knoten. So. Und die nächste Spitze vom Tuch. Wieder 15 cm, mach da einen Knoten, dann die nächste Ecke, und die letzte Ecke, 15 cm, mach da einen Knoten. So, dann haben wir jede Ecke haben wir einen Knoten gemacht, ihr seht hier. Dann nehmen wir das Ganze nochmal zusammen an den Seiten. Und macht mit den Seiten nochmal einen Knoten. So. Ihr habt ja hier so eine Öffnung. Und die nächsten beiden gegenüberliegenden Seiten zusammenknoten. Habt ihr hier zwei Seiten und habt ihr zwei Öffnungen. Und dann könnt ihr die Tasche so umhängen. Da könnt ihr was reintun. Nehmen wir hier unser Lineal. Und habt dann eine schöne Tasche zum Umhängen. Auf einem Seidentuch.